Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Coven. Da hinten steht natürlich da steht keine Kiste. Wir gehen jetzt zurück zu Grün, denn Grün bringt uns auch nach oben. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben da hinten, an sich hätten wir jetzt tatsächlich noch einen übrig. Einen Bommel hier. Links. Aber die beiden Idioten. Ich will erstmal meine grüne Linie ja, beibehalten. Ach! Das ist ja super. Wollte ich die nicht auch irgendwie verfüttern? Fällt mir gerade auf. Wollte ich denen nicht eigentlich Mana-Zeug geben? Oh, das war jetzt falsch. Oh, sie macht doch recht viel Schaden, aber es war trotzdem falsch. Schaffen wir, glaube ich, nicht, aber ich wollte nämlich eigentlich mit der Anastasia diesen Giftangriff machen von diesem anderen Fieder. Aber ich glaube, das wird nichts. Ah, 382, ein bisschen fehlt noch, verdammt. Was soll das? Hm. 17, ernsthaft? Das wär's gewesen. What a waste of time. $8,600, ein bisschen wenig. Gut, die kriegen jetzt erstmal, also nicht alle, nur die in meiner Hauptgruppe, die bekommen jetzt eine Mana-Wurzel spendiert und dann können wir ein bisschen dran rumknabbern. An dieser Mana-Wurzel. So. Bitte knubbern, knubbern, knubbern. Du darfst auch schon knubbern. Hier wird auch geknubbert. So, noch einmal darfst du. Und du darfst auch einmal, aber nur einmal. So. Wenn natürlich unsere Mana-Wurzeln leer sind, dann habe ich ein Problem. Dann müssen wir wieder zurück und dann müssen wir hier wieder alles aktivieren. Aber ich habe so... Nein, hier ist ja das Ende. Verdammt. Aber zwei ich wenigstens, dass ich hier alles abgegrast habe, sogar doppelt. Und das, obwohl man es eigentlich auf der Karte sieht. Reden wir nicht drüber. Aber die Monster haben mich wieder ein bisschen laufen lassen. Los, sofortiger Ton. Gerade. Ah, so war das natürlich nichts. Wasser-Sonderschaden. Komm, wir probieren das mal. Okay. Wir probieren es doch nicht. Was mache ich denn gerade für Mist? Ich mache gerade Mist. Es gibt keine extra Punkte hier. Jetzt sterb endlich, bitte. Das darf doch nicht wahr sein. Thank you.
kann sie denn? Oh, sie kann auch so ein cooles Zeug. Oh, sie hat den kleinen Schnatz dabei. Oh Gott, 184, das war nicht viel. Beiden. Ja, das war keine Glanzleistung gerade. Ja. Können jemanden austauschen? Dann tauschen wir mal direkt aus. Und zwar die gute Karin gegen eine Dame und den guten Geppetto gegen einen Herren. Machen wir mal Blanka. Das ist eine seltsame Gruppenzusammenstellung gerade, aber wir müssen das tun. Na, Hilfe, ich hänge. Nein, wir wollen nicht nach unten. Sehe ich von Weitem hier vielleicht irgendwo eine Kiste? Ich glaube nicht. Also was wir jetzt auf jeden Fall nicht machen werden, mit dieser komischen Todeskarte da von der Lucia rumexperimentieren. Vor der habe ich Angst. Wow. Dass die Lucia den anderen heiraten will, das verstehe ich immer nicht. Schade. Hat jetzt gerade so mit den Kombos geklappt. Schade. So, also das bin ich im Rad gedreht hier. Schau mal, ein Lichtaufzug. Ja, wir wollen nach oben fahren. Hallo. Bitte. Jetzt haben wir die Händchen dabei. Jetzt können wir aber mal die Anastasia benutzen. Hm, doch keine Händchen. Okay. Vergiftet, das ist ja vergiftet. Naja, egal.
Anker, was macht er da? Die ganze Zeit schon vergiftet. Also wenn ich mein Bein so hochstrecken würde wie der Juri, der würde es mir, glaube ich, ausreißen. Oder verzerren. Auf jeden Fall verzerren. Müsste dann wahrscheinlich breitbeinig laufen. In Zukunft. Komme ich denn dann in eine Hose rein? Wahrscheinlich gar nicht mehr. So. Gucken wir mal schnell hier rum. Nee, hier gibt's nichts. Okay, hier können wir überall nicht. Dann drehen wir mal auf grün. Das ist wieder das Bild. Was ist denn jetzt los? Wir haben es geschafft. Was haben wir geschafft? Ist dies Ebene 1? Hey, schaut euch das an! Interessant, und wie hell es ist. Kato ist ganz in der Nähe. Woher weißt du das? Ich kann es fühlen. Ich kann überhaupt nichts fühlen. Was ist denn jetzt hier los? Mussten wir jetzt einfach nur alles auf eine Dingsbums drehen? Ach ja, das war's tatsächlich. Hä? Okay, wartet mal, wir machen jetzt mal schnell was. Ich kann mir irgendwie immer noch so richtig vorstellen, dass es jetzt war. Wir mussten einfach nur alles auf grün drehen. Das ist so interessant, weil... Ich wollte sowieso alles auf grün drehen, aber nicht, weil ich es da gesehen habe, sondern weil grün meine Lieblingsfarbe ist. Ich will mal schnell dahin fahren. Ich hoffe jetzt natürlich inständig, dass wir nicht alles dann nochmal machen müssen. Das wäre echt bitter. So, warte mal, wo muss man hin? Nach Europa. Nach Florenz. Florenz war da unten. Florenz hier. Mikrorock. Weiter so. Hören Sie nicht auf. Sie laufen toll. Yeah. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir können endlich diesen scheiß Schrittzähler loswerden. Mikrorock. Ja, genau. Und jetzt Ausrüstung von dem Juri. Haben wir für ihn irgendwas Cooles? Goldkette? Nee, Fackelbrosche? $999. Gemütsauge. Nee. Ach hier, Kruzifix. Und Leonardus Bär. Haben wir irgendwas? Was macht denn das Kruzifix? Hm.
Bin jetzt bei... hier ist sogar keinen zum Einkaufen. So, ich will noch mal nach... ich will noch mal kurz nach Wales und zu diesem anderen Typen da in Southampton. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt uns endlich hier was, was erzählt von seinen komischen Monstern, aber vielleicht ja doch. Und dann müssen wir noch einkaufen gehen. Und zwar gehen wir einkaufen. Wir müssen auch noch mal bei der Lucia den Ring angucken. Die hat irgendwie nur zwei. Ich hätte aber gern mehr. Ja, was für ein Bild. So. Ringanpassung von der Lucia. Da müssen wir echt mal gucken. Auch die darf nur zwei? Na, das ist ja doof. Drei, vier, fünf. Fünf. Ach ja, die Männer dürfen fünf. Wie unfair. Ringarten? Nee. Zusatz. Sie hat physischen Angriff runter. Das ist gut. Gift 4 ist auch gut. Verzögerung 3. Mal irgendwas anderes. 4. Hohe Wahrscheinlichkeit. So. Karin, MP, Verteidigung runter. Haben wir hier noch irgendwas mit 4? Langsam, Verzögerung. P-Angriff runter. Nee, da geht auch irgendwas mit 4. Langsam 4. Kurando hat 3. Aber wir haben nichts mehr mit 4, glaube ich. Doch, versteinert. Hm. Instant tot. Ja, cool. Haben wir also 4. Jetzt haben wir Trefffläche hoch. Nee. Wir haben eigentlich überall ausreichend Platz, würde ich jetzt meinen. Hier können wir was machen. So, und wir haben auch noch dieses andere Zeug, was wir jetzt verteilen müssen. Schlag hoch. Wenn wir die im Kampf nutzen, geben die halt mehr. Aber dadurch, dass ich jetzt... So, was haben wir denn hier? Siegel des Lebens, maximal HP. Werden erhöht. So, was haben wir hier? Maximale MP. Okay, MP. Es braucht auf jeden Fall eher. So. PP. PP. Erhöht die Dominanzkraft? Was ist denn Dominanzkraft? Ein Silbertalisman, der die Dagwa-Urne zeigt, zieht angeblich Geister wie Teufel, Engel und auch Götter an. Erhöht die Dominanzkraft des Kriegsträgers. Die Dominanzkraft? Dominanzkraft? Die Lucia ist nicht so besonders dominant. Aber sie ist halt dominant. Er ist auch sehr dominant. Er auch, oder? Er ist anscheinend doch nicht so dominant. Okay. Kraft. Lebenskraft. Intelligenz. Intelligenz brauchen Zauberer. Wir haben keinen Zauberer. Eine Zauberin.
sie ist auch ein bisschen doof, gell? So, sie kriegt die Intelligenz. Lucia ist jetzt nicht mehr ganz so doof. Erhöht die Power. So, Glück. Wer hat hier Glück? Blanka hat Glück. Speed-Siegel. Erhöht die Beweglichkeit. Und Siegel der Vitalität. Das ist mir Lebenskraft. Chipetto hat gar nichts bekommen. So. Fertig. So. Wir wollten noch einkaufen gehen. Und zu diesem anderen Typen gucken. Ich glaube, bei Neo werde ich demnächst einfach auch mal meine ganzen Seelensteine und alles essen. Southampton. Was ist hier jetzt los? Ach, du bist nervig. Das ist halt auch gemein. Wenn man so einen Charakter dahinstellt und die Leute rennen immer dahin und fragen sich, was ist mit diesem Charakter los? Und dann sitzt du doch irgendwo als Entwickler und lachst dir ins Fäustchen, weil du weißt, da ist nichts. Oder du weißt ganz genau, was da ist. So. Wir haben kein Lotterielos gefunden, deswegen brauchen wir nicht nach Le Havre gehen. Wir können noch mal ganz kurz gucken, um uns zu... aber ich glaube, ich habe irgendwo einen Lotterietypen vergessen. Was ein bisschen seltsam ist irgendwie. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich mir den vorstellen soll, diesen extra Lotterietyp. Vielleicht ist ja immer noch die Irene Lotterietyp. Irene! So, gucken wir mal hier rein. Und dann gehen wir nach Petrograd zu unserem allerliebsten... Ich überlege jetzt echt, ob ich mit dieser Gruppe, die ich da habe, in den Kampf ziehen sollte. Ich glaube es ja fast nicht. Hier Petrograd, so. Jetzt müssen wir nur wieder in den Thronsaal kommen, oh Gott. Wir den in den Thronsaal. Ich gehe einfach mal, aber ich weiß, das ist falsch. Wir mussten, glaube ich, in die erste Etage, oder? Außer natürlich, hier ist jetzt... Ich hatte Hoffnung. Ich hatte große Hoffnung. Das erinnert mich an etwas. Dieses Schloss ergibt so gar keinen Sinn für mich. Man kommt doch immer meistens als Erste in den Thronsaal. Oder man muss einfach nur geradeaus laufen. Nicht so komisch hier. Ich meine es natürlich für Feinde schlecht, wenn jetzt angegriffen wird. Ich bin ein Kunde für dich und ich werde es mal verkaufen. Wie, ich habe den weißen Slip gar nicht ausgerüstet. Doch. Ich will den Rest da verkaufen. Wir haben doch jetzt so einen Haufen Rüstung, die wir brauchen.
Soll man den Edelstein auch verkaufen? Ich will den irgendwie behalten. Gucken, ob ich noch kann bei 10%. Geht nicht. Ach, wir haben sogar schon so viel. Machen wir 17. 17 reicht. So, und jetzt brauchen wir reiner Extrakt. Nummer 18. So, ich glaube, ich übertreibe gerade ein bisschen, oder? Da haben wir mal 2. Nummer 13. 7. Fertig. Oh, das kann ich noch. Wir sind arm. Ja, wir sind sehr arm. 197.000 ist nicht so arm, aber schon ein bisschen arm. Im Gegensatz zum Anfang vom Spiel sind wir natürlich reich. Im Gegensatz zu eben sind wir arm. Na gut, auch nicht so arm. Wir sind nicht mittellos. Wir haben Mittel. Aber unsere Mittel sind jetzt los. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal dem Juri ein ordentliches T-Shirt kaufen, das dann nicht so viel Ausschnitt zeigt. So, jetzt sind wir durch sämtliche Türen gegangen. Ja, Hilfe. Komm nicht klar. So, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht, was ich wollte. Jetzt werden wir nach Japan gehen. Hierhin. Und dann werde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend, bleibt gesund und wir sehen uns morgen hier wieder, denn wir gehen jetzt einmal schnell ins Schiff. Ich habe ein bisschen Bammel, wir werden es aber morgen überraschen lassen, ob wir jetzt alles nochmal machen müssen. Oder sieht man das jetzt schon? Oh Gott. Nee, wir müssen nicht nochmal alles machen. Okay, dann bis morgen. Tschüss.